Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1 Ranked Game. Habe mich für Undead entschieden, mein Gegner spielt, ich glaube, Human Wars. War wieder mal ein sehr schneller Ladescreen. Und ja, das Ganze auf der Map nördlich Insel. Ich entscheide mich heute mal wieder für eine Ghoul Build Order. Nördliche Inseln. Ja, eine Map, wo ich auf jeden Fall versuche, die Fast Exit zu spielen. Gerade gegen Human, der wird das ja ebenfalls versuchen. Gehe ich mal stark von aus. Und somit wisst ihr auch, welchen Helden ich first spiele. Und zwar wieder den Gruftlord. In den Kommentaren wurde ich auch gefragt, ob ich mal mehr neutrale Helden spielen kann. Oder auch von den Undead, den Schreckenslord auf jeden Fall. Werde ich auch mal wieder tun. Aber nicht unbedingt im Matchup gegen Human. Und nicht auf der Map nördliche Inseln. Am liebsten eigentlich auf der Map vielleicht Wiesenwogen. Da ist die Chance dann auch sehr hoch, Level 6 zu bekommen. Und ja, die Ultimate ist ja das geilste am Schreckenslord. Es ist mehr Gold erforderlich. So, das ist jetzt eher die Phase, wo es mal so ein bisschen langweilig ist, bis der Held rauskommt. Ich bin allerdings kein Spieler, der so pausenlos hin und her klickt wie so ein Wilder. Kaserne Schmiede, also Rifleman. Wahrscheinlich also den Paladin. Oh, hoffentlich nicht wieder so ein lamer Shit. Hat man ja auch sehr, sehr oft jetzt, dass der Human den Paladin auf Level 3 levelt einfach schnell und dann immer mit Holy Light die Akolyten versucht zu killen. Ist auch so eine Strategie, die ich total hasse. Aber gut, ist nicht so schlimm wie so eine komplette lamer Strategie. Also kann man machen. Ist aber sehr eklig als Undead, weil man halt wenig dagegen tun kann. Später kauft man sich dann noch einen Stab der Teleportation. Und dann, ja, immer rein in die Undead Base und wieder raus. Einfach Akolyten killen. Und das Ganze so lange, bis der Undead keinen Bock mehr hat. Ist halt zurzeit eine sehr beliebte Strategie. So, aber ihr wisst, alles nicht meins. Ich bin eher der, ja, konventionelle Spieler, sagt man das so. Ja, ne? Halt alles oldschool. So, gehen wir rüber. Schnell wie möglich die Echse freimachen. Vorher aber noch einmal Käfer beschwören hier. Zack. So. Oh, waren zu dicht dran. Waren ein wenig zu dicht dran. Lauf, mein kleiner Ghoul. So. Schnell die Echse aufsetzen. Alles meines Ausweichens. So, halt. Das killen wir nochmal schnell. Jetzt gehen wir direkt runter und gucken, ob der Human ebenfalls expandiert. Und dann versuchen wir richtig Druck zu machen. So, jo, ist dabei. Schade, hat noch nicht angefangen. Ist auch schon Level 2. Also logisch, wird man ja beim Exe freikriegen. So, kriegen wir sogar einen Rifle. Oh, ist Round nicht zugekriegt. Verdammt ärgerlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Muss man Helden ein bisschen aufpassen.
Und jetzt mal gucken, hat er einen Tower gebaut? Ja, verdammt, schade. Aber wir gehen trotzdem voll rein da. Und wenigstens so ein paar Arbeiter killen hier drin. Okay, und die Echse kriege ich wirklich durch. Ich wünsche nur zu fix den Friedhof. Ich gehorche mit Freuden. Boah, verdammt. Los! Backt der da ein bisschen rum. Zweifellos. So, und weitere Ghule. Ich diene nur dem Frostthron. Bei Nirub. Ich Ausbau abgeschlossen. Okay. Wow, apropos. So. Oh, erstmal einen kleinen Creep. Ich hab voll den Tag vergessen. Shitte. Ich beuge mich eurem Willen. Darf nicht passieren. Mein Schicksal. Also sobald die Akolyten alle raus sind, die man braucht für die Echse, auf jeden Fall in den Tag gehen, meine lieben Zuschauer. Also das habe ich jetzt voll verpeilt. Viel zu spät. Level 3. Ja, ist er gerade an mir vorbeigelaufen, jo, zwei Echse. Ich habe den Hof vernommen. So, go, go, go. Eine Menge Rifle dabei. Mein Friedhof steht noch nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich habe recht wenig da. Hol ich nochmal ein paar Ghule rüber. Doch ziemlich viel Mana. Ausbau abgeschlossen. So, da kommen sie. Den lassen wir nicht wegkommen. Ja, pumpt Rifleman wie ein großer. Mein Leben für Ner'zhul. Ja, Meister. Mein Schicksal ist besiegt. Boah, nicht da stumpf hinterherlaufen. Schon Level 4. Ich ziehe mich hier nochmal ein bisschen zurück. Mit. Wenig Einheiten, zu wenig. Oh, stirbt auch noch. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung. Komm, wenigstens den noch. Da gab aber, glaube ich, keine Erfahrung. So, noch einen weiteren. Nichts kommt meiner Macht gleich. Euer Befehl, Meister. Ich gehorche mit Freuden. Ich diene nur dem Frostthron. Forschung, die Verdammten stehen bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, bauen wir auch nochmal richtig aus. Nur den Frostthron. Ach du Schande, warum habe ich denn Gargoyles gespielt hier? Das war eine dumme Idee. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf kam. Ich habe den Hof vernommen. Gargoyles sind natürlich Blödsinn. Gegen Mass Rifleman und Paladin. Nichts kommt. Weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
So, ab in den Tech auf Tier 3 und schnell zurück. Wir verlangen weiteres Holz. Und damit und zu wenig Holz. Ist weiter hinten in die Base noch. Boah, keine gute Situation, trotz der Echse. Sieht alles nicht so gut aus. Bala schon Level 5 jetzt. Boah. Da hat man noch Gargoyles gebaut. Mein Shop down, das heißt, ich kann auch gleich keine Statue nachbauen. Oh, so viel im Bau und wird alles nicht rauskommen. Na gut, bauen wir Mietwagen. Shit. Mein Leben für Ner'zhul. Ah. Alles sehr unlucky hier. Mein Held. Oh, komm. Ah, dammit. Ah, Pala geht auch down, oder? Komm, komm, komm. Gut, gab aber für mich jetzt keine Erfahrung mehr. Wir verlangen weiteres Holz. Abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Euer Wille. So, nochmal eine zweite Gruft. Ich hoffe, dass ich das irgendwie noch gerissen kriege. Aber die Heldenlevel des Gegners sind einfach schon zu krass. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Gleich mal ein Altar wahrscheinlich da umgehen. So. Okay. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich wünsche nur zu dienen. Die Verdammten stehen bereit. Halt, halt, halt. Du bleibst schön da hinten drin. Hm? Ich beuge mich eurem Willen. So. Mein Schicksal. Ich brauche hier einen neuen Altar. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Der Gegner richtig gut ausgenutzt. Und ich habe wirklich ein paar leichte Fehler gemacht. Zu wenig Holz die ganze Zeit. Hat sich aber erstmal wieder zurückgezogen. Euer Befehl. Aber es war wirklich ein mega intensives Match. Ich gehorche mit Freuden. Vielleicht könnte es Negros noch heißen. Ich hoffe nur, dass er gleich nicht mit Mortar-Teams ankommt. Das wäre eigentlich so ziemlich das Schlimmste. Mein Leben für Ner'zhul. So, gegen Mass Rifle. Wurde ja letztens auch in die Kommentare geschrieben. Versuch's mit Abos. Ich versuch's, auch wenn das... Ja, Heldenlevel, das ist halt ärgerlich. Und er ist schon wieder da. Er nutzt seine Chance halt. So, aber meine Mainbase darf nicht down gehen, normal. Muss ich rüber. Meine Rache gehört euch.
Auf in den Kampf. Wir haben unsere Verteidigung gestürmt. Ja. So, gehen wir. Ich versuch's. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freude. Mein Leben für mich. Ja, da gibt's einfach einen Holy Light und dann fällt er um. Na, gut. Bei Level 1 könnte man natürlich auch nicht viel reißen. Oh komm. Nicht mal für den hat's gereicht. Er hat einfach viel zu viel. Das ist jetzt das Problem. Level 6 Baller. Ich beuge mich eurem Willen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ihr habt gerufen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vielleicht noch mal einen Parler holen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich bin die Dunkelheit. Erst nochmal einen Rifleman gekillt. Endlich. Jetzt auch mein Crypt Lord wieder da. Meine Geduld ist erschöpft. Oh. Die verdammten stehen bereit, Meister. Wir verlangen weiteres Holz. Ich diene nur dem. Einer Abo und zwei Helden. Die Verdammten stehen bereit. Es ist mehr Gold erforderlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nein, 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 nein. Ich verziehe die Lebenden und die Toten. Ich bin die Dunkelheit. Es ist mehr Gold erforderlich. Ah, das greift er hier an. Forschung. Obwohl die Base wahrscheinlich besser gesichert ist. Oh Gott. Das ist viel Rifler. Nur Rifleman, nein. Ich will nicht nur gegen Rifleman verlieren. Ich wünsche nur zu dienen. Dort kann ich nicht beschwören. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich diene nur dem Frostthorn. Rifleman OP. Nein, es war einfach auch wirklich ein bisschen Strategie. Also ich gebe hier natürlich nicht auf, aber... Ich glaube, viel geht hier nicht mehr. Wo soll mein Blut vergossen werden? Sprecht. Die Verdammten stehen bereit. Ich gehe nochmal auf Angriff über. Was soll's? Versuchen wir es so. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit. Weil da kann ich nichts mehr verteidigen. Gold erforderlich. Meine Rache gehört. Ziehen wir noch mal ein paar Nekros nach. Kommt meiner Macht gleich. Ihr habt gerufen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vielleicht habe ich auch Glück und er hat keinen Teleport nachgekauft. Die Scheiße zum Sterbenslandweilung. Faszinierend. Hätte ich vielleicht schon mal früher versuchen sollen. Euer Befehl, Meister. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Mal sehen, ob doch noch was geht. Ich versuche seine Main einzureißen. Ein Käfer mal rüber gucken, ob er expandiert hat. Okay.
Also Base Race. Jetzt geht's darum, wer die Gebäude des Gegners schneller abreißt. Boah, hat er eine Menge. Ich hoffe, der hat keine voll eingetauerte Echse. Dann könnte ich das vielleicht sogar noch reißen. Ist das spannend. Doch, eine Echse hat er. Jo. Schnell auch noch was rüber schicken. Aber darf da weitermachen. Go, go, go. Die Toten sollen los. Dienen, wie der Schatten wünscht. Blöd wäre natürlich, wenn er noch irgendwo eine Echse hat. Er hat meine Base auch gleich klein. Ich hätte einen Akolyten mit runternehmen sollen. Dann hätte ich hier jetzt eine neue Main Base aufbauen können. Oh, kommt. Ich glaube, ich kriege die Feuerblatt. Ah, er hat noch irgendwo was. Ja. Da ist jetzt natürlich die Frage, warum. Oh, ich habe noch einige Gebäude. Und da komme ich aber nicht mal rechtzeitig hin, glaube ich. Shit, nicht da. Was ist los? Meine Rache gehört euch. Importen kann ich auch nicht mehr. Muss mit allem da hoch. Ist egal. Aber ärgerlich. Bevor ich seine Base jetzt gefunden habe. Los, los, Leute, fighten. Braucht zu lange. Was ist des Schattens Begehr? Nee, da auch nicht. Oh, ist das ärgerlich. Hat da irgendwo was hingebaut? Ja. Komme ich nicht mehr hin. Gleich ist vorbei, meine lieben Zuschauer. Sehr, sehr schade. Wirklich sehr schade. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Er hat's gut gespielt, aber das jetzt ist ärgerlich. Ja. Sehr ärgerlich. So, und für alle die, die es gerne wissen möchten, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut im Replay und er hat eine neue Mainbase einfach dort errichtet, wo meine alte Mainbase stand. Ja, hätte ich mir vielleicht auch denken können, war jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber gut gespielt, schön gewonnen, gutes Spiel und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.